Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Ja, leider musste ich tatsächlich nochmal anfangen. Das tut mir sehr leid. Ich kann leider überhaupt nichts dafür, denn... Achso, das Paddel. Leider muss ich nochmal anfangen. Es tut mir sehr leid, wir fangen nochmal von vorne an. Es liegt einfach daran, dass Dextry, mein Lieblingstool Dextry, wegen dem auch immer nur seit Ewigkeiten pausiert ist, hat mir einfach die gesamte Folge, hat mir zwar die rote Zahl gezeigt, aber hat einfach genau gar nichts aufgenommen. Ich weiß nicht warum, es gab einfach gar keine Datei. Kann ich ernsthaft über die ganze Insel rudern? Ach, das geht. Ach so, ja natürlich. Ja, das ist ganz normal. Juhu! Na komm! Ach, über die Steine kommen wir jetzt nicht, oder was? Über den Sandrudern geht, aber die Steine sind das Limit. The Stein ist the Limit. So, jedenfalls, schade. Letzte Folge war nämlich sehr erfolgreich. Da habe ich unter anderem auch geklärt, warum wir nichts bauen konnten, nichts Richtiges. Es lag nicht an den Rezepten. Es tut mir sehr leid, das sagen zu müssen. Es wird wahrscheinlich auch zahlreich über... Die Insel ist ein bisschen größer, ne? Es wird wahrscheinlich auch zahlreich überall stehen. In Form von, du bist so dumm, ey, eine faciale Palmierung, ey, guck dich mal an, wie du aussiehst. Oh, guck mal, da ist was drin in einem Wrack. Wir haben eine Kiste im Wrack gefunden. Alter, das nenne ich jetzt aber mal Glück. Ausgleichende Gerechtigkeit, eine Toolbox. Mit einer Fackel? Torch? Das sieht aus wie... Sieht aus wie ein Flashlight. Nur Toolbox. Ich weiß gar nicht, ob man da Sachen auch reinlegen kann. Auf jeden Fall, man sieht es bereits. Es gibt hier überall auch sogenannte... Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten oder vorletzten Folge... Also, in der letzten oder vorletzten Aufnahme. Die eine ist ja nun verschwunden. Es gibt hier überall auch Schiffswracks, die man durchsuchen kann. Auch am Boden des Ozeans. Und dort findet man immer wieder so eine Toolboxen oder auch Schränke, die man durchsuchen kann, da findet man eine bessere Axt, die sich nicht wirklich bemerkbar macht in ihrer Qualität und so weiter. Also es gibt schon einiges, was man noch finden kann, es gibt auch einiges, was man noch machen und tun kann, also da kann man noch so ein bisschen Zeit verbringen. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern man hier eine riesige Anzahl von Folgen hinkriegt, das kann ich natürlich noch nicht versprechen. Ich glaube eher die erste Alpha, die 001 hier oder die erste Staffel von diesem Let's Play. Habe ich gerade was gehört? Ich dachte gerade, ich habe hier ein Hai gehört. Auf jeden Fall, die erste Staffel werden wir wahrscheinlich dazu nutzen, das Spiel vorzustellen. Ich glaube, das hatte ich schon gesagt in der letzten Folge. Und ansonsten schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Wie sich auch das Spiel entwickeln wird. Da sitzen, glaube ich, zwei Programmierer. Sitzen da insgesamt. Es war früher ein einziger. So ein bisschen studentenprojektmäßig. Das ist ein Stein. Ach so. Und jetzt sind es inzwischen zwei Programmierer, die aber, also ganz ehrlich, für ein Zwei-Programmierer-Game ist das ganze Ding schon sehr krass, auch wenn es natürlich inzwischen sehr lange gedauert hat. Aber ich vermute mal, der Fokus vom Spiel hat sich zwischendurch geändert, die Engine wird sich wahrscheinlich auch geändert haben und so weiter. Das dauert immer ein bisschen. Und soweit ich das weiß, guck mal da hinten. Ah, guck mal da hinten, das Haichen. Haichen, Popeichen. Soweit ich das mitbekommen habe, sind die beiden wohl auch Perfektionisten und wollen halt nichts releasen, was irgendwie, naja, ich sag mal, zu buggy ist. Sag ich mal ganz vorsichtig, denn da gibt es ja andere Spiele im gleichen Genre, die wohl sehr anfällig für Bugs sind. Ich kann mir gar nicht erklären, welche da wohl gemeint sein könnten. Und Alter, haben wir ein Glück! Eine zweite Kiste! Was ist denn hier los? Da gucken wir natürlich gleich mal rein. Hardcase. Also den Stick nehmen wir natürlich raus. Duct Tape. Ich habe keine Ahnung... Okay, Inventar ist voll. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Duct Tape machen können. Das weiß ich leider noch nicht. Vielleicht ist es einfach besser als diese komischen Farne. Diese Yucca-Palmen. Haben wir ja nicht eine Yucca-Palme auf der Insel? Wenn nicht, dann ist die Insel an sich leider unbrauchbar. Das hatten wir auf der anderen Insel besser. Scheiße. Wie sieht's denn aus? Wir haben 4 Stickies, 2 Stickies. Ich glaube, dann renne ich nochmal ganz kurz hier rüber. Nehmen den Sticky auch nochmal mit, weil Stickies werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Ich weiß, ich kann nur noch Palmen umlegen und so weiter. Wir haben hier keine Yucca-Palme. Ne? Die Insel an sich ist schön groß, die würde mir sehr gut gefallen, wenn wir hier bauen könnten. Aber leider... Boah, wie elendig, dass wir hier keine... Doch, da hinten ist eine. Ja, wir können hier bauen. Es ist leider nur eine Yucca-Palme. Okay, eine Rock finden wir hier auch noch. Ich vermute mal, also dass Steine so selten sind, ist natürlich echt mies bei den Inseln. Wir haben eine Yucca-Palme. Wir haben zwei Yucca-Palmen. Geil. Okay. Super. Wir bleiben hier. Hoffe ich. Das Problem ist nämlich, wir werden diese Insel, wenn wir erstmal andere Insel anfahren, haben wir sowieso ein Problem. Denn diese Insel da hinten, wenn man jetzt mal, guck dir mal diese Insel da hinten genau an. Ich latsche mal ganz kurz bis zur Küste. So bis hier.
Man kann es trotzdem nicht erkennen. Ich latsche mal ganz kurz trotzdem bis zur Küste. Lauf, 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 lauf. Diese Insel da hinten, wenn man sich die anguckt, ne? Wenn man sich die genau anguckt, sieht die genau aus wie diese da. Ne? Ich habe jetzt beide im Bild, die sehen völlig gleich aus. Wenn man weit genug von den Inseln entfernt ist, sehen die alle gleich aus. Diese da auch, da hinten. Die sieht aus wie die, sieht aus wie die. Das heißt, man kann Inseln aus der Ferne nicht unterscheiden. Und das Schlimmste ist, man kann sie auch gar nicht markieren. Bei Forest zum Beispiel, es ist natürlich nicht sehr survivalig, aber man sieht zumindest, wo man die Hütten gebaut hat, durch das Symbol, auf das man zufahren kann. Und das wäre hier echt super praktisch, weil du siehst einfach nicht, wo du hin musst. Und auch wenn du einen Kompass hast, wirst du mit diesem nicht viel anfangen können. Alter, das ist eine dritte Yucca-Palme. Juhu! Verschwinderisch Maßnahmen. Jedenfalls, was haben wir denn alles da? Ich bilde erstmal einen großen Haufen. Das Paddel tue ich erstmal hier zu unserem Gummibötchen. So. Das habe ich immer gerne da. Wir können auch ein Floß bauen. Das geht auch ganz ohne Vertun. Ich meine natürlich, das kriegen wir auch hin. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir unsere Hütte hin, wenn wir dann eine Hütte bauen wollen? Das wollen wir, ja? Ich würde sagen, hier so, ne? Auf das Eiland. Hier macht es sich gut, hat so ein bisschen Robinson Crusoe-Feeling. Wir sind ja eh unterwegs im Tom Hanks-Simulator, da können wir auch ruhig ein bisschen, ne, so ein bisschen Wilson. Es soll Wilson ans Easter Egg geben, habe ich gehört. Da lasse ich mich mal überraschen. Und jetzt ist die Frage, wie fangen wir an? Wir brauchen 8 Sticks. Wir haben 8 Sticks? Ne, wir brauchen erstmal 1 Stick und wir brauchen 1 Stick und einen Rock und noch ein Lashing. Ich hau die ganzen Sticks erstmal auf einen Stapel. Das mache ich mal, ich sammle mal hier bei den Bötchen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, theoretisch können wir damit schon was bauen, aber uns fehlen natürlich noch die Utensilien. Und dafür, ein Stick nehme ich schon mal mit. Nein, den hätte ich ja direkt mitnehmen können. Ein Stick nehme ich mit. Ein Steinchen haben wir ja auch. Und uns fehlt auf jeden Fall noch. Das machen wir mit dem Messer. Das haben wir zum Glück dabei. Gehe ich da hinten erstmal ganz kurz in die Ernte. So, den Stein kann ich jetzt auch mitnehmen. Das ist sehr gut. Die können wir alle erstmal zentral sammeln. Dann können wir uns hier so ein zentrales Materiallager machen. Die Yucca-Palmen habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Ich weiß nicht mehr, was ich in der ersten und was ich in der anderen Aufnahme, die verloren ist, was ich da gesagt habe jeweils. Das heißt, ich komme da wahrscheinlich ein bisschen durcheinander. Das ist nichts. Nee, schade. Ich komme da wahrscheinlich ein bisschen durcheinander. Deswegen, falls ich was doppelt erzähle, tut mir leid. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gesagt habe. Deswegen, die Yucca-Palmen wachsen nach. Ist gar kein Problem. Zum Glück wachsen die nach. Das ist sogar sehr praktisch. Denn auf diese Art und Weise sind wir hier auf der Insel, was das angeht, zumindest ein bisschen versorgt. Das finde ich sehr, sehr gut. Hier liegt nichts. Liegt denn da noch was im Bötchen? Nein, da ist so eine Tonne. Und später, wie gesagt... Oh, eine Sardine. Kann ich die nicht... Die kann ich nicht fangen, ne? Nein, ich kann sie auch nicht manuell abstechen. Man kann sich später, ich weiß noch nicht genau, ob das gehen wird. Ich habe jedenfalls gesehen, man kann sich später dann noch irgendwelche so kleine Körbchen basteln, mit denen man dann Fische fängt. Also so, wie heißen die denn? Heißen die Reusen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Und jedenfalls kann man damit dann Fische fangen mit so einem Körbchen im Wasser. Ich weiß nicht genau, ob wir das jetzt in dieser Staffel, ich glaube nicht, dass wir das hier zu sehen kriegen. Momentan sind, glaube ich, alle noch dabei, eifrig Rezepte auszuprobieren. So. Ich nehme auch die Krabben schon mal. Ich nehme die Krabben also noch nicht mit. Okay, weil wir haben keinen Platz im Inventar. Okay, ich hoffe, ich finde die später wieder. Dann haben wir auch leckere Krabben. So, ach. Ach, das geht schon wieder. Ich dachte, das braucht einen Tag. Das ist ja cool. Okay, jetzt machen wir aber erstmal... Aber weißt du was? Wenn wir schon mal da sind. Hier ist die eine... Huch. Hä? Ich wusste gar nicht, dass man auf Bäume klettern kann. Cool. Das ist ja geil. Wie komme ich wieder runter? Man kann dann Kokos... Aua. So auf jeden Fall... Hallo, ich will jetzt weg vom Baum. Man, das wusste ich nicht. Und wenn man auf einen Baum klettert? Ist das Meer auf einmal... Ruhig. Man kann hier also Kokosnüsse sammeln. Okay, man ist dann sofort außer Meereshörreichweite. Das ist natürlich ein bisschen... Okay, wusste ich nicht, dass man klettern kann. Das ist ja geil. So, jedenfalls, ich lege hier noch ein bisschen was an unsere Materiallagerstätte, wie zum Beispiel die Steine. Die werden wir später noch sehr arg nötig haben. So, zack, das liegt da, die liegen ja schon mal sehr gut. Den einen Stein, nee, den einen Stein behalte ich. Habe ich denn, ich habe den noch nichts irgendwo hingelegt, ne? So, den Stein lege ich da hin, dann lege ich auch mal einen Stick dazu. Dann lege ich nochmal so ein Ding dazu. Reicht das schon?
Ja, eine krude Axt, genau. Dann haben wir diese krude Axt schon mal wieder. Und mit der können wir dann fröhlich hier die Bäume auseinandernehmen. Das machen wir natürlich auch so gleich, weil wir werden eine Menge Stickies brauchen. So, ich hau erstmal diese Axt. Diesen Baum. Das Lustige ist, die Bäume wachsen, wenn man sie schlägt. Das ist ganz neu. Auch mit den Kokosnüssen, die werden dann halt braun. Von grün werden plötzlich reif. Und das Lustige ist, ich kann den Baum jetzt schon ziehen, während er fällt. Das ist ganz praktisch. Falls der Gefahr läuft, irgendwo hinzufallen, kann man den direkt schon ziehen. Und jetzt nehmen wir den erstmal auseinander. Und das würde ich mir ehrlich gesagt bei Forest sehr wünschen, dass wir die Bäume da auch genau so auseinandernehmen, wie wir die hier gerade auseinandernehmen. Nämlich, dass sie nicht zerspringen von alleine, sondern dass die wirklich... Kann ich die vielleicht schon mal... Die Kokosnüsse möchte ich, glaube ich, auch sammeln und mitnehmen. So, ich mache da gleich weiter, aber ich mache hier erstmal unsere Materialstätte. Kokosnüsse kann ich ja, weil das so viele sind, lege ich die mal da rein. Ich weiß es gar nicht. Oder auf die andere Seite, weil das einfach so viele sind. Da werden wir noch ein paar von kriegen. Zack, 4. Und dann haben wir da an diesem Boot unsere Materialstätte. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann finden wir das immer wieder. Da haben wir noch 3 von den Dingern. Jetzt können wir da noch ein bisschen das Vieh hier abernten. So, ich hoffe, die wachsen irgendwann auch wieder zu voller Größe heran. Es wäre natürlich realistischer, wenn die bei voller Blüte mehr verlieren würden, als sie verlieren würden, wenn man die irgendwie 10 Minuten später wieder erntet. Das wäre natürlich realistischer, aber momentan, wie gesagt, ist eine Alpha 001. Ich glaube, das ist nicht ganz so wild. Da kann man gerade noch mal so ein paar Augen zudrücken. So, das hier nehme ich mal auseinander. Ich nehme jetzt mal den ganzen Baum schon mal auseinander. Was sagt die Gesundheit? Okay, wir haben weder Hunger noch Durst, nur ein ganz kleines bisschen. Wir werden überleben. So, das hier, wie gesagt, würde ich mir sehr für Forest wünschen. Das finde ich sehr praktisch gehandhabt. Ups, dass man die Loks dann auch später noch auseinanderspalten kann in verschiedene Stickies, finde ich sehr praktisch. Da könnte man sich diese komischen Sticky-Bäume in Forest auch sparen. Wenn man einfach die einzelnen Elemente auch nochmal auseinandernehmen könnte, so wie die Bäume hier. Ich denke, beide Spiele können viel voneinander lernen. Und es wird... Warte, der liegt hier im Stein. Ich glaube, das möchte ich nicht. So. Zack. Es wird auch oft gesagt, hier das Spiel hat bei dem anderen abgeguckt und umgekehrt und tralala. Beide waren parallel in Entwicklung und das hier, das Ding hier, wie gesagt, war schon mehrere Jahre in Entwicklung. Deswegen, ich glaube nicht, dass da irgendwer bei irgendwem abgeguckt hat. Die sind zufällig nur beide sehr gleich geraten. Und selbst wenn, dann spielt es keine Rolle, weil beide Spiele auf ihre Art und Weise geil sind. Nur Forest ist natürlich schon ein bisschen weiter. Die sind natürlich schon ein bisschen weiter, die waren auch eher in der Early Access, haben auch eher damit ein bisschen Kohle gemacht und so weiter. Das heißt, die haben da natürlich einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem hier. Und ich würde dem hier auf jeden Fall sehr gerne eine Chance geben, denn schon jetzt eine Alpha 001 wirkt ist ziemlich geil. Es muss noch größere Inseln geben, nicht diese ganz kleinen hier überall. Da bin ich stark dafür. Man muss noch eine Möglichkeit haben, seine Dinger irgendwie zu kennzeichnen, seine eigenen Inseln. Geht das? Ja, das geht. Okay, super. Also da fehlt noch einiges, aber wie gesagt, ist eine Alpha 001, deswegen verzeihen wir auch den unsichtbaren Schatten, der gar keiner ist. So, jetzt haben wir 4 Stück davon. Die werden wir aber, glaube ich, auch gleich brauchen. Ich leg die... Ne, wir brauchen erstmal einen Hammer. Für einen Hammer brauchen wir 2 Steine. Ich leg das Ding mal dahin. Die restlichen lege ich mal 1, 2, 3. Die sind leider sehr braun, deswegen erkennt man die kaum. So, 1, 2. 1, 2. Und dann nochmal diesen einen Sticky. Huch. Und dann können wir uns einen Hammer daraus basteln. Den werden wir übrigens auch brauchen. Und jetzt ist unser Inventar noch nicht ganz voll. Die Torch sollte man vielleicht nochmal weglegen. Ich glaube, die besonderen Sachen lege ich dann hier rein. Ich hoffe, die gehen nicht verloren. So, da sieht man die Torch. Werden wir nie wiedersehen. Schauen wir mal. Okay, ich wünschte, wir würden noch einen Rucksack finden irgendwo. Ich wünschte, so viel Glück hätten wir, weil mit dem Rucksack kann man sein Inventar erhöhen. Aber sobald wir die Inseln ansteuern, weiß ich natürlich schon jetzt, wir werden unsere Insel hier verlieren. Das wird ein trauriger Tag werden. Vielleicht werden wir irgendwann wieder über unsere Basis stolpern. Aber jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass wir überhaupt eine Basis kriegen. So, ich weiß gar nicht, wie viele Steine wir haben. Wir müssen später auch noch auf Steinetour gehen. Jetzt haben wir nur noch 3 Steine und Steine sind hier wirklich Mangelware. Ich weiß gar nicht, warum. Hier sind überall Felsen. Normalerweise müsste man mit dem Hammer einmal draufhauen. Und dann kriegt man, normalerweise würde man sich denken, oh geil, aber das geht natürlich, das geht leider nicht. Ich kann leider nicht Felsen abernten oder abschlagen oder kleine Steine abschlagen. Es wäre so schön, aber es funktioniert leider nicht. So, kann ich? Nee, da muss ich mit der Axt rein. So, Krabben nehme ich schon mal ein paar mit. Wir haben da hinten so ein paar abgeerntet. Hier kann ich auch mal wieder sammeln von den Lucker.
Ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Material, damit das hinterher schneller geht, ne? So, Lashing, Lashing, Lashing. Eine Krabbe. Dann müssen wir hinterher nicht suchen. Die kleinen Krabben lassen wir leben. Das sind ja arme kleine Kräppchen. Die wollen wir natürlich, da wollen wir natürlich nichts Böses. So. Und wir sind auch voll mit Krabben. Wir können nur noch zwei von diesen Dingern mitnehmen. Und es wird langsam dunkel. Dann nehmen wir eben zwei von den Dingern mit. So, Lashing, Lashing. Wenn ich wüsste, wie man Steine craften kann. Wenn das doch irgendwie gehen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich wünschte, es würde gehen. Dann wäre uns viel geholfen. Dann bräuchten wir wirklich keine anderen Inseln mehr. Wir versuchen uns erstmal ohne Steine durchzuschlagen und bauen uns hier erstmal was Kleines auf. Die Lashings waren hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir davon erstmal einen kleinen Vorrat. Stickies haben wir dann auch einen kleinen Vorrat. Weißt du was? Diese Stickies nehme ich jetzt mal und dann bauen wir uns die erste Basis. Huch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir 8 Stickies. Und die legen wir jetzt mal. Es ist sehr dunkel, ich weiß. Jetzt kommt nämlich gleich mein Fehler, was ich immer gemacht habe. Die legen wir jetzt mal einfach hier hin. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4. Und jetzt nehmen wir den Hammer. Und damit kann man nämlich andere Sachen craften. Es wird sehr blau plötzlich, wie man sieht. Der Mond scheint helle. Es wird sehr blau jetzt statt orange. Da sieht man, das ist der Building Mode. Und damit kann ich jetzt eine Foundation bauen. So, und die, sage ich mal, die könnte so hoch sein. Könnte sie nicht. Die könnte momentan, hier kann die so hoch sein. So, ich gehe nochmal ein bisschen, hier rüber. Ach, hier können wir keine mehr bauen. Verstehe ich nicht, okay. Ich mache die mal nicht ganz so hoch, damit wir da später noch mehr hinbauen können. Ich mache die mal hier hin. Jetzt haben wir eine Foundation. Und das Lustige ist, wir machen wir die Nacht durch? Ja, wir machen die Nacht durch. Ich mag das übrigens, ich mag das irgendwie, das mochte ich auch damals bei Minecraft, ich mag das auch bei Forest, wenn der Mond sich mit so Strahlen bricht wie die Sonne, das finde ich total geil. Ich feiere das extrem ab. So, dann mit der Axt nochmal nehmen wir diese Palme hier. Es tut mir sehr leid für die Palmen, aber wir brauchen ja leider ein bisschen Holz. Und gerade auf unserer Anfangsinsel werden, glaube ich, wenig Palmen überleben, auch wenn die sehr, sehr, sehr schön sind. Aber ich will gerade jetzt zu Anfang, wo wir nicht navigieren können. So, die ziehe ich mal hier rüber. Da, wo... Jetzt hier. Das ist schwer. Das. So. Ich würde sagen, hier nehme ich die mal auseinander. Wir brauchen ja eh noch ein paar Stickies. Ich werde gleich noch eine zweite Foundation machen. Die baue ich da einfach gleich daneben. Und dann schauen wir mal weiter, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich würde gerne 3 Foundations machen, wenn es geht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird schön. Man kann die nämlich auch aneinander knüpfen. Das sehen wir aber gleich noch. Moment, lalalala. So, habe ich alles in der letzten Aufnahme gelernt, die verloren ist. Das wusste ich nämlich vorher auch nicht. Aber leider die letzte Aufnahme, ich hoffe, diese hier funktioniert wenigstens. Ansonsten werde ich den Programmierer von Dextery leider kastrieren müssen. So, ist ein tolles Tool, aber leider, wenn so eine Aufnahme erstmal verloren ist, dann, bei Amalu waren es damals 6 Stunden, die verloren waren. Und das hat mich dann doch extrem, naja, da war ich dann doch nicht so glücklich drüber, wie man vielleicht nachvollziehen kann. Hoffe ich zumindest. So, ich ziehe das Ding hier gerade mal hier hin. So. Und, naja. War nicht so schön. Und diesmal waren es aber nur, da war eine halbe Stunde. Eine sehr erfolgreiche halbe Stunde, wie ich sagen möchte. Aber egal. Ich, nach dem anfänglichen Ärger. Eigentlich ist es nie Ärger. Es ist immer so ein bisschen Frustration einfach so. Oh nein, nicht schon wieder. Der hat mir rote Zahlen gezeigt bei der Aufnahme. Aber, huch. Aber. Es war hinterher einfach keine Datei da. In dem Verzeichnis. Diesmal, ich habe das jetzt auf einem anderen Monitor geöffnet. Diesmal hat er eine Datei angelegt. Ich hoffe, der speichert da auch was drin. Das wäre mir sehr lieb. So, und jetzt nehmen wir die Palme noch restlos auseinander. Wir laufen überall. Weißt du was? Für später. Nochmal schnell einen Snack für später sichern. Ich hoffe, die werden nicht schlecht. Was macht der denn da bei unserem Gemüse? Ich glaube, es hackt. So, dafür haben wir jetzt auch keinen Platz mehr. Jetzt eine Krabbe nehmen wir uns noch mit irgendwo. Hier eine von den Feisten. So. Das sind sehr böse Krabben, deswegen machen wir das. Die sind sehr, sehr... Das sind Evil, Evil Crabs. Man nennt sie auch Krabbabbel. Oh Gott, das war echt schlecht. So, jetzt haben wir hier ein paar Palmfronts. Wir haben hier fachmännisch ein paar Palmen zerlegt. Stickies haben wir also auch. Es ist leider sehr dunkel. Die Krabben, wie sieht's aus? 3 Hunger, aber wir haben genug Krabben am Start. Das ist ganz gut. Hier haben wir die Steine liegen. Wo lege ich denn mal die Krabben hin?
hier auf den Stein. Ich habe immer Angst, dass sie durch den Stein durchgehen. Dann machen wir hier Nahrung einfach. Machen wir hier einfach Nahrung. Die drei können wir noch mit dahin. Zack, 1, 2, 3. Und dann hier so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Haben wir da unseren kleinen Vorrat. Ich mag Vorräte. In Survival Games mag ich es, Vorräte anzulegen. Vor allen Dingen mag ich es, wenn die Vorräte nicht plötzlich despawnen. Ich weiß nicht genau, ob das hier der Fall sein wird. So, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3. Dann nehme ich da hinten nochmal eben ein. 4. Und dann können wir uns da nämlich noch eine neue Foundation machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die fliegen auseinander, aber macht nichts. Zack. Und wir machen uns noch eine zweite Foundation. Das mit dem Support sehen wir gleich, wie das... Ah, super, die passt da sogar noch hin. Das mit dem Support sehen wir gleich noch. Und eigentlich würde ich jetzt gerne noch eine weitere Foundation machen. Ich weiß, uns gehen langsam die Stickies aus, aber die Insel ist zum Glück relativ groß. Da haben wir Glück gehabt, was Palmen angeht. Da haben wir hier echt Glück gehabt. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Machen wir noch eine dritte Foundation. Das heißt, wir machen uns dann ein etwas größeres Haus hin. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir den Hammer. Na. Und bauen uns da... Super, die passt auch hin. Und theoretisch könnten wir sogar... Ich glaube, das möchte ich sogar machen, weil wir da hinten so viel Platz haben. Es tut mir leid, ich werde verschwenderisch. Aber wir haben so viele Palmen hier. Und wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir werden schnell genug alles gezeigt haben. Da bin ich ziemlich sicher. Okay, jetzt haben wir aber keine 8 Stickies mehr. Okay, das macht aber nichts, denn wir haben ja noch genug Palmen. Ich sammle hier erstmal, ich räume hier erstmal auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es passiert sehr schnell, dass hier wirklich alles durcheinander fliegt. So, ich mache nochmal ganz kurz die Yucca-Palme. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, es sind sogar 3 diesmal. Cool. 1, 2, 3, 4, 5. Dedededet. Ist der Anfang von Manic Mansion auf dem C64. Den kann man mit dem Sound wunderbar nachspielen, mit der Dubstep-Yucca. Die Dubstep-Palme. So, und dann haben wir hier die anderen Lashings. Ich weiß, da haben wir jetzt verschwenderisch viele, aber die werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen, alle. Hoffe ich zumindest. So, essensmäßig können wir langsam mal eigentlich was auf den Grill werfen, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich glaube, da werde ich nochmal eine Palme zumindest auseinandernehmen. Ich weiß gar nicht, ob die wachsen, ehrlich gesagt. Das kann ich gar nicht so richtig sagen. Deswegen möchte ich am liebsten nur größere nehmen und die kleinen erstmal, solange ich nicht weiß, ob die wachsen. Weil hier wachsen die ja in die Höhe. Und wenn ich sehe, wenn wir die schlagen und die wachsen in die Höhe, dann habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass die nachwachsen vielleicht nicht, aber wenn... Guck mal, wer da hinten schwimmt. Sondern, dass die halt trotzdem hinterher, dass kleine Palmen hinterher größer werden. Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung. So, komm, komm, komm. Über den Fels. So. Supi. Das kriegen wir hin. Halt, ich ziehe die doch weiter da vorne hin. So, dann haben wir die nämlich gleich hier. So, da haben wir 3x4 Sticks kriegen wir da noch zusammen. Das ist sehr gut. Fluppe die Flupp, Fluppe die Flupp. Dauert immer ein bisschen länger. Ich glaube, unsere erste Axt wird auch bald auseinanderfallen, weil wir hier Heavy Usage haben. Aber das macht mir gar nichts. Heavy Usage hört sich an wie ein erfolgreicher Olympia, ein erfolgreicher Pole in den Olympischen Spielen. Usage. Ist das ein gültiger Vorname? Ich weiß es gar nicht. Mein Name ist Usage. Usage Polka. So, oder könnte auch ein Russe sein oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hört sich jedenfalls so an. Usage. So, hier haben wir gleich die Stickies. Wuppdi, wuppdi, schwuppdi. Sind doch nur 2x4 und dann diese Dinger. Habe ich vergessen. Weil da oben können wir offenbar nur die Fahrende nutzen. Und die lege ich hier alle brav nebeneinander, weil die werden wir auch noch brauchen. Und zwar gar nicht mal so wenig. Deswegen lege ich die ja ganz brav alle hin. Ups, da. So. Ist doch schon relativ wohl sortiert hier, ne? Würde ich sagen. Und ich glaube, der Mond geht langsam unter. Die Sonne geht gleich wieder auf. Wir haben die ganze Nacht lang brav gearbeitet. Die Kokosnüsse. Pass mal auf, ich sammle jetzt hier noch. Da ist noch eine Kokosnuss. Ah, das ist eine Krabbe. Ich sehe die hier gerade gar nicht, die Kokosnüsse. Oh, jetzt flimmert. Warum flimmert die so? Na nü, warum flimmert denn die Sonne? Ich weiß es gar nicht. Aber es sieht halt trotzdem sehr geil aus, auch wenn es hier gerade flimmert.
Es sieht sehr, sehr geil aus. Ich mag das, wie die aufgeht. Und ich mag das auch mit dem Strand, dass der auch noch so ein bisschen reflektiert, da wo es noch feucht ist. Ich glaube, da flimmert es noch ein bisschen wegen Mond oder Wolken oder irgendwas, keine Ahnung. So, dann haue ich mir mal ganz kurz hier eben noch diese große Palme weg. Weil ich glaube, die wird uns nochmal richtig viele Stickies bringen und dann bauen wir unsere Foundation weiter und dann basteln wir uns da die allererste Hütte zurecht auf der Insel, die wir später verzweifelt suchen werden, sobald wir hier loslegen. So, wie man sieht, ich ziehe die Palme einfach vom Wasser weg. Alles gut und schleift die ja einmal quer über die Insel, so gut es eben geht. Manchmal muss ich ein bisschen hochhalten, damit die nicht auf irgendwelchen Felsen liegen bleibt. Wie zum Beispiel hier, springen können wir dabei auch. Und es fängt an zu pissen, natürlich. Nee. Mit diesem merkwürdigen 22 Kilohertz Sample fängt es hier gerade an zu pissen. Oh Alter, Nebel und Regen, das ist ein richtig fieser Regen gerade. Ich glaube, das tut unserer Gesundheit nicht sehr gut. Und genau deswegen basteln wir uns nämlich gerade die Hütte. So. Wie sieht's aus? Oh, wir müssen langsam mal essen. Und für Essen braucht man Feuer, was bei Regen natürlich, ich weiß nicht, ob das hier implementiert ist. Wenn es regnet, ob das Feuer dann kürzer hält oder wie auch immer. Auf jeden Fall weiß ich, wir brauchen relativ schnell ein paar Steine. So, ich ziehe das mal gerade ein bisschen näher ran. So. Wir brauchen relativ schnell ein paar Steine, damit das Lagerfeuer, wenn wir das nämlich von Steinen umgeben, dann hält das wesentlich länger als so im nativen Zustand. So, jetzt aber hier. Ich hoffe, die Stickies reichen dann erstmal. Wir sind aber auf jeden Fall am Anfang. Jetzt sind wir ja gerade in einer relativ frühen Folge. Das heißt, eigentlich ist jetzt sogar die erste Folge wieder. Wir haben ja wieder mit einer ersten Folge angefangen, weil wir ja ganz von vorne anfangen mussten. Aber vorher haben wir ja nicht so viel gemacht, zum Glück. So. Huch, hallo? Habe ich aus Versehen gerade mitgetreten oder mitgeschliffen, keine Ahnung. So. Die nächste Palme ist gleich zerlegt. Wir haben genug Stickies. Schade, dass man aus den Loks noch kein Haus bauen kann. Das finde ich ein bisschen schade, aber ist vielleicht auch realistischer, wenn man nicht einfach selber so ein Haus bauen kann. So. Das Ding ist soweit fast fertig. Unsere Axt wird mit Sicherheit bald auseinanderfallen, aber ist auch egal. Dann findet sie ihre wohlverdiente Ruhe. Wir müssen nur vorher, bevor wir gleich weiterbauen, großartig. So, nein, jetzt hier. Was machst du jetzt hier? So, bleib da liegen. Das mag gerade alles das Gleiche sein, aber wir machen gerade natürlich alles in Vorbereitung für unsere Hütte. Deswegen legen wir uns erstmal die ganzen Rohstoffe hin. Ich finde es cool, wie der Sand nass aussieht. Guck mal. Ist auch irgendwie geil. Wenn es auch schade ist, dass wir hier keine Sonne haben, aber ich glaube... Oh ja, unsere Gesundheit ist nicht betroffen. Okay, da ist alles gut. So, eins... wir müssen natürlich erstmal Kokosnüsse ablegen. Ich glaube, später wird es noch so sein, dass wir nicht allzu lange im Regen rumhängen dürfen. Kann ich mir vorstellen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, du kommst da hinten hin. Kokosnüsse zum Trinken haben wir auf jeden Fall genug. So, dann basteln wir uns mal ganz kurz hier noch ein bisschen was weiter. Das sind drei, die mich mal zum Basteln. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh ja, die Axt sieht schon sehr gut aus, aber die haben wir jetzt auch sehr stark gefordert gerade. So, dann machen wir mal ganz kurz hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt gleich mit dem Hammer drauf. Eine Foundation und die basteln wir natürlich gleich daran. Dass man so hoch basteln kann, liegt übrigens daran, dass später noch Tiere auf den Inseln kommen und so. Es wird Lurche geben. Ich habe gelesen, es wird Lurche geben. Ja, geil. Da freue ich mich schon immens drauf. Das wird das Beste am Spiel. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, nee, jetzt aber 4. Also da freue ich mich echt schon drauf. Das wird super. So, und dann mache ich mal ganz kurz, dann mache ich mal hier... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Foundation. Nein, die passt da nicht hin. Okay, dann baue ich die da hin. Schade, hier passt keine hin. Aber da haben wir auch eine Kartoffel. Die Kartoffel kann man später bestimmt essen. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir erstmal ganz kurz. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen 5 Sticks. Na toll. Das hat ja gut geklappt. 1, 1, 2, 3.
Das mache ich mal in dieser Folge. 4, 5. 5 Sticks. Jetzt haben wir noch da nicht so viel Platz. Okay, das mache ich mal hier hin. 1, 2, 3, 4. 5. Dann brauchen wir 4. Ne, wie viel waren das? 6 Lashings, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deswegen habe ich die ein bisschen gesammelt, weil wir davon halt auch noch einige brauchen. Die sind so zum Zusammenbinden von Stöckern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt brauchen wir noch, was waren das? Ah ne, das war's, glaube ich. Ich glaube, das war's. So, Steps haben wir jetzt gebaut. Step by step, baby. So, die baue ich jetzt hier dran, weil da hinten können wir nichts mehr bauen. Also gehen wir jetzt hier hoch und haben dann hier unser Grundgerüst für ein Hüttchen. Boah, Alter, dieser Regen, ne? So, wie sieht's denn jetzt aus? Wir müssen echt essen. Und ein Feuer, ich glaube, das Feuer mache ich dann auch hier in der Nähe. Dazu brauchen wir 5 Stickies pro Feuer, was echt viel ist, ehrlich gesagt. Finde ich doof und unverhältnismäßig. 1, 2, 3, 4. Zumal man immer 2 Plätze im Inventar braucht für ein Feuer. Das ist so ein bisschen, naja, kann man besser machen. Und bei dem Regen weiß ich jetzt auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Hier so ein Feuer auf Holz kann man eh nicht machen. Aber hier vielleicht irgendwo hin. So. 1, 2, 3, 4. 5. Bevor wir das Feuer jetzt basteln, hole ich mir gleich nochmal ganz kurz die Krabben. Denn ich möchte möglichst viele davon mitnehmen. Die haben sehr massiven Hunger. Das heißt, ich nehme mal 8 mit. 1. Es wird dauern. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wir haben exakt 8. Das ist ja nicht so viel. Egal, wir können jederzeit wieder sammeln. Ganz kurz. Ich gucke gerade auf die Uhr und muss feststellen. Oh, was muss ich denn da feststellen bei der Uhr? Aber wir haben viel geschafft. Wir haben viel geschafft und ich weiß schon, was wir weiterhin schaffen werden. So. Ich lege mir die mal hier hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier sieht man die zwar nicht so gut, aber man wird feststellen, warum ich die da hinlege. Denn wir müssen beim Kochen, solange wir das noch selber machen müssen, das wird sehr viel Zeit... Alter, Krabbe, bleib doch mal da. So, es wird sehr viel Zeit kosten. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ich hoffe, der Regen ist bis nächste Folge dann schon abgeebbt. Und naja, wir wissen schon, was wir in der nächsten Folge machen werden. Das verrate ich jetzt im Endscreen. Tschüss! Ja, alter Finne, alter Zinnober. Ich glaube, im Endscreen geht die Zeit auch weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls höre ich die ganze Zeit hier den Regen prasseln ohne Ende. Wir sind jetzt bei 30 Minuten. Alles über 20 Minuten ist Luxus. Deswegen, naja, jedenfalls, wir haben geschafft, immerhin schon mal die Fundamente zu bauen. Pipapo, es wird eine etwas größere Hütte. Es muss ja nicht so ein Mini-Ding werden. Wir können ruhig ein bisschen verschwenderischer werden. Wir haben noch ein paar Bäume auf der Insel. Wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Wir sind ja heute erst bei der zweiten Folge, die eigentlich von diesem Spielstand die erste Folge ist. Denn, doch, man kann safen. Ah, ich sehe gerade, man kann safen. Ich habe es vorher noch nicht gesehen. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, aber egal. Jedenfalls muss man wieder von vorne anfangen. Ist auch egal. Jedenfalls, wir sind schon... Ja, wir haben schon die Hälfte vom Spiel gezeigt. Jetzt brauchen wir noch 1, 2 Folgen, dann sind wir durch. Naja, mal gucken. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich würde gern, ehrlich gesagt, noch gegen einen Hai kämpfen, aber mit einer Chance. Ich würde auch gern noch einen Wrack im Ozean finden. Es gibt noch einiges, was wir machen können. Das Erste, was wir machen, ist uns eine vernünftige Hütte bauen, ein Bettchen bauen, was auch noch relativ, naja, aufwendig, nicht unbedingt, aber das kriegen wir schon hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Stickies, wir müssen noch ein paar Bäume fällen und wir müssen auf eine Steintour gehen, um Steine von anderen Inseln zu sammeln. Zumindest fürs Feuer. Dafür brauchen wir die unbedingt und die gibt's hier offenbar nicht genug. Naja, jedenfalls, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V!